Willkommen zur dieser Gruppe. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Lehrerinnen-Lehrerbildung, Multiplikatorenbildung, ein Themenbereich, der in der Dekade extra angeführt wird. Ich darf kurz Ihnen so ein paar Gedanken zur Einführung präsentieren. Franz Raditz ist eingesprungen für die Moderation, Sie haben es gehört, er steht uns auch als Experte zur Verfügung. Was dazu geführt hat, dass der letzte Workshop doppelt so lang gedauert hat. Doppelt so viel mitgenommen. Das sind ja große Nutzen. Ja. Frau Liebhardt von der KPH Krems Wien steht als Expertin dankenswerterweise in dieser Runde zur Verfügung und neu als Experte, also für Sie dazugekommen, Minister Arnold Vietic vom Bildungsministerium. Vielleicht kurz zu unseren Aufgaben oder zur Vorgabe, was wir gerne machen würden. Ich möchte Ihnen ein bisschen was über das Aktionsprogramm erzählen, das zumindest ein bisschen ansprechen. Und wir haben so die Aufgabe bekommen, zu schauen, für dieses Weltaktionsprogramm, für unseren Kompetenzbereich, was können wir denn tun bei der Kompetenzentwicklung der Lehrenden und Lernenden? Was sollte top passieren, was sollte bottom-up passieren? Welche Wünsche haben Sie und welche Hemmnisse sehen Sie? Ich zeige es Ihnen kurz. Das ist in der letzten Gruppe entstanden. Das müssen wir jetzt doppeln, oder? Das bitte ich Sie. Aber Sie haben gesagt, dass die Hemmnisse und die Wünsche sich dann ausgeglichen haben damit. Paar Sätze vorneweg. Zu meiner Person. Ich bin in der Lehrerinnen-Aus- und Weiterbildung tätig an der Hochschule für Lehrer- und Umweltpädagogik, habe auch einen Lehrauftrag an der KPH, habe vorher im Forum Umweltbildung gearbeitet, also kenne sowohl diesen NGO-Bereich, der sich an die Lehrer, Lehrerinnen wendet, als auch jetzt die formale Bildung mit allen Vorteilen, die es hat, viel Möglichkeit zur Reflexion und allen Nachteilen, es ist eben auch formal. Dekade zu Ende, ein neues Programm, das Weltaktionsprogramm beginnt. Ich habe so vorher gesagt, der König ist tot, es lebe der König. Was soll anders werden? Setzen wir das einfach fort, was bisher war. Und sagen wir, hat die kurz geklopft, wir müssen noch ein bisschen mehr Schwung holen, ein bisschen mehr Energie einbringen. Oder ist es auch notwendig zu überlegen, wo wir Richtungsänderungen, wo wir neue Schwerpunkte vorbringen. Ich habe so ein bisschen für mich nachgeschaut, nachgelesen, was die UNESCO selbst dazu sagt. Und die UNESCO in diesem Papier lobt einmal die Ergebnisse der Dekade. Sie sagt, in den letzten 10 Jahren ist das Bewusstsein für Bildung, für nachhaltige Entwicklung geschärft worden, weltweit. Es ist ein Thema. Es ist auch etwas, was ich beobachte, dass es doch vielfach klar ist, das ist ein Thema. Manchmal auch unter anderem Namen, auch das führt die UNESCO an, aber das Thema ist es verankert. Akteure, Akteurinnen wurden weltweit mobilisiert. Es gibt viele Plattformen zur Zusammenarbeit, auch als ein positiver Faktor. Das Umweltbildungsnetzwerk hier in Niederösterreich ist sicher in Österreich ein führendes Beispiel dafür. Die UNESCO meint auch, dass die Politik bereits beeinflusst wird durch Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass es zumindest ein Thema ist. Und als letztes und vielleicht herausragendes, es gibt sehr, sehr viele konkrete Projekte. Wir haben heute vieles davon auch schon gehört. Es passiert was vor Ort, es passiert in den Bildungseinrichtungen, es passiert in den Kommunen, es gibt einfach Schule, Außerschule, viele, viele Projekte. Auf der anderen Seite mahnt die UNESCO.
Sie sagt, naja, viele dieser Aktivitäten sind zeitlich begrenzt und mit limitierten Budgets ausgestattet. Das ist nicht eine österreichische Beobachtung, das steht im internationalen Papier drin. Sie meint, dass häufig die politischen Strategien wenig mit der Praxis vernetzt sind. Das ist auch etwas, was mich sehr beschäftigt. Es gibt große Themen und dann gibt es konkrete Beispiele. Es ist nicht immer klar, wie das zusammenhängt. Was, ich sage jetzt ein bisschen salopp, die Waldschule, wie die sich integriert und welchen Baustein sie da drinnen hat, welchen Baustein sie hat, welche Vernetzung sie hat, welche Rolle sie drinnen spielt. Und als letztes meint die UNESCO, Bildung muss für nachhaltige Entwicklung, sollte Mainstream werden, sollte im Mainstream ankommen, selbstverständlicher Bestandteil. Ich möchte ein bisschen auch sozusagen von den Forderungen, ist es nicht so neu. Ich darf Sie vielleicht erinnern an das Abschlussdokument der Umweltbildungskonferenz von Ahmedabad, da gibt es alle 10 Jahre, ist eine ganz große Konferenz, in der die Umweltbildung Frankfurt und 2007 war die letzte, 2017 wird die nächste sein. Und die sagen, Leute, auch auf das verweist die UNESCO, darf ich salopp formulieren, der Hut brennt. Die Umweltparameter, die Parameter auch des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der sozialen Herausforderungen, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Clash of Cultures, wenn Sie diesen Begriff nehmen wollen, das ist, die Herausforderungen sind größer geworden. Und Ahmedabad meint, es reicht nicht nur Empfehlungen für schrittweise Veränderungen. Wir brauchen eine Bildung, die diesen radikalen Veränderungen nicht nur hinten nachläuft, quasi Schadensbegrenze, sondern vorneweg die Führung übernimmt für einen gesellschaftlichen Wandel. Wenn Sie das englische Papier der UNESCO lesen, dann steht da sehr viel, mehrmals wird genannt, auch in unserem Begriff, in unserem Bereich, der Begriff Change, Change Agents. Also Promotoren, Leute, die diesen Wandel nicht nur hinterherlaufen, sondern vielleicht auch die Führung übernehmen. Sie haben es wahrscheinlich besprochen, Sie sind jetzt im zweiten Themenbereich, in diesen 5 Themenbereichen. Ist für mich etwas sehr signifikant. Die UNESCO schreibt nicht, macht jetzt was zum Thema Boden, macht jetzt was zum Thema Luft, macht jetzt was zum Thema, ich weiß ja nicht, interkulturelle Integration. Sie schlägt 5 Bereiche vor. Im Hintergrund steht für mich, wie kann ich Bildung für nachhaltige Entwicklung, die es gibt, strukturell verankern? Wie kriege ich das in die Institutionen rein? Im Bereich 2, wie kriege ich es in die Politik rein, wie kriege ich es, und das ist unser Thema, in die Lehrerinnen, Lehrer, Aus- und Weiterbildung rein, wie kann ich auch den außerschulischen Bereich unterstützen dabei, Trainer, Trainerinnen, wie kann ich diese Menschen befähigen, wie kann ich ihnen diese Kompetenzen vermitteln, was muss da passieren. Ich finde es ganz spannend, dass die UNESCO betont, steht wörtlich drinnen, Kindergarten. Die Ausbildung der Kindergärtnerinnen ist hier im Rahmen dieses Punkts zu überdenken. Dann die Lehrerinnenbildung, die Bildung des beruflichen Schulwesens, ist ebenfalls extra angeführt, dass diese Qualifikationen stärker in die Berufe kommen. Hier ist die Rede davon, von diesen Green Jobs, dass es hier eine Initiative braucht. Und als letzten Bereich meint die UNESCO auch, naja, wir müssen auch schauen, dass quasi im außerschulischen Bereich, viele Organisationen, die hier vertreten sind, vertreten diesen außerschulischen Bereich, dass sich hier die Trainer, Trainerinnen die Kompetenz erwerben, Bildung, mit Bildung für nachhaltige Entwicklung zu arbeiten. Das vielleicht als für mich ganz große Voraussetzung. Wie kriegen wir dieses Thema auf Dauer in die Institutionen, in die Aus- und Weiterbildung? Wie können wir es
verankern. Ich denke mir, mit ein paar Punkten sind wir in Österreich ganz gut aufgestellt, was diese Verankerung betrifft. Ökolog-Netzwerk ist so eine dieser Verankerungen. Denken Sie daran, dieser ganze Whole-School-Approach, die ganze Schule gefordert. Das wird bestärkt dadurch. Umweltzeichen, das wird bestärkt. Also es gibt hier vieles, an dem man anknüpfen kann. Ich kenne die Situation an den österreichischen Hochschulen nur quasi schlaglichtartig. Da bitte ich dann auch um Unterstützung. Vielleicht so 2-3 Hinweise. Ich selbst unterrichte ja in der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Obersanktfeld. Herr Minister Resch ist ja auch hier, als einer der Leute, die wesentlich daran beteiligt waren, dass dieser Lehrgang zustande kommt und bis heute läuft. Wir stellen uns die Frage, wie kann denn Bildung für nachhaltige Entwicklung tatsächlich inhaltlich, methodisch, strukturell weiterentwickelt werden. Bei uns steht das Schlagwort grüne Pädagogik drüber. Also moderne Pädagogik, Kompetenzorientierung, didaktisch-konstruktivistische Konzepte, wie kann man die verbinden mit Bildung für nachhaltige Entwicklung, damit auch hier das Lernen, damit hier auch ein neues Lernen möglich ist. Ich kann dann auch gerne ein paar Beispiele dazu sagen, was wir uns da so ein bisschen überlegt haben. Wichtig für mich, was wirklich zentral dazu kommt, ist das eine, die konkrete Handlungsorientierung und das andere, mindestens ebenso wichtig, die Reflexion. Die zwei Ebenen, ich war bisher gewöhnt, ich komme aus diesem NGO-Bereich, da macht man ein Projekt und schaut, dass die was tun. Und hinterher schreibt man, ich sage das etwas salopp, einen Jubelbericht, weil man würde nächstes Jahr wieder ein Projekt machen und wieder Geld kriegen dafür. Die kritische Reflexion, das können wir uns auf der Hochschule leisten, das ist ein Ort dafür. Und die ist für mich ganz, ganz dringend notwendig. Ja, es gibt eine Reihe von Initiativen, jetzt auch internationalen Projekten. Die Universität Graz untersucht im Hochschulbereich, welche Weiterbildungsqualifizierungsmöglichkeiten es für Lehrer, Lehrerinnen gibt, wird das Ganze in eine große Datenbank stellen, auch international. Und damit soll letztlich eine Akademie für Bildung für nachhaltige Entwicklung entstehen. Ich verstehe das nicht als eine Einrichtung in einem Raum, sondern als ein Konzept, in denen wir und Sie sich österreichweit einklinken können. Das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr spannende Initiative. Ein letztes will ich noch gerne anführen. Es gibt ein Grundsatzpapier von Franz Rauch und Regina Steiner 2013, das Bildung für nachhaltige Entwicklung in die neue Pädagoginnenbildung thematisiert. Es werden ja gerade die Curricula entwickelt für alle pädagogischen Hochschulen. Und das ist natürlich auch eine Phase, wo man etwas gestalten kann. Ihr Wunsch ist es, in diesem Papier ein Pflichtseminar, in denen die Studierenden die Zusammenhänge der BNE erarbeiten, die Integration von BNE in die Einzelfächer und die übergreifende Verankerung, also dieser Whole Institution Approach. Und das Letzte ist wichtig, Ausbau der Angebote in der Weiterbildung. Das vielleicht so als einen kleinen Anstoß oder als vielleicht Sichtweise, um Sie ein bisschen in dieses Thema einzuführen, an denen, das sage ich auch ich mich jetzt langsam heranhandle, an dieses Aktionsprogramm. Wir versuchen es natürlich mit Leben zu füllen. Ja, und wir haben ja ein Expertinnen-Experten da, die ich sozusagen auch bitten würde, ein bisschen ihre Sichtweise einzubringen. Ein bisschen auch vor dem Hintergrund, was sehen Sie als große Stärke und was sind so Wünsche auch von Ihrer Seite?
Bitte. Ja. Michael Liebert von der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule in die Krems, genau vom Institut für Fortbildung in Krems angesiedelt. Was wir jetzt schon tun, ist mit Netzwerkpartnern, Kooperationspartnern sind Ökologhochschulen, auch die Praxisstandorte, Praxisschulen sind das. Und was wir uns jetzt wünschen für die Zukunft vorhaben, ist einfach wirklich eine Strategie, ein Programm, wo Aus-, Fort- und Weiterbildung, wir haben ein eigenes Zentrum für Weiterbildung, Masterlehrgänge und so weiter, werden dort ausgearbeitet und angeboten, dass die im Sinne dieser nachhaltigen Bildung, ja, diese Angebote, dass das in eine Strategie gegossen wird, dass alle diese Aus-, Weiter- und Fortbildung quasi abdeckt. Mit Einbezug auf unsere Verwaltungsebene, damit das funktioniert. Dankeschön. Gibt es da Druckfragen? So. Wenn Sie? Kann ich gern, ja. Man will, was du hast es gesagt, momentan ist die Chance groß für die pädagogischen Hochschulen, das Thema BME gut zu verankern, weil es im Handbuch für Curriculumentwicklung exemplarisch drinnen steht und ich glaube, fast alle Curricula der BHs auch einsehen können, weil alle Unterrichtsprinzipien mitbedacht werden sollen und ein Teil davon, die politische Bildung, Umweltbildung und so weiter, gehört zu meinem Aufgabenbereich. Und ich habe ein bisschen so den Eindruck ursprünglich gehabt, der sich durchaus auch bestätigt hat, die Bildung für nachhaltige Entwicklung ist in diesem Handbuch so als ein Musterbeispiel drinnen und das wird von den Curricula-Entwicklern auch meistens dann gern umgesetzt, weil sie sich da an etwas entlanghandeln können. Ich habe am Anfang den Eindruck gehabt, politische Bildung und so weiter kommt überhaupt nicht mehr vor. Mhm. Die Damen, die wir drüben schon gehört haben, im anderen Workshop, wir hören das ein zweites Mal. Für mich ist so politische Bildung die Ermächtigung, im Englischen nennt sich das so Empowerment, des Individuums an demokratischen Gesellschaften teilzuhaben. Und Bildung für nachhaltige Entwicklung ist für mich Empowerment der demokratischen Gesellschaft mit Ressourcen. Mangel umzugehen. Also so gesehen hängt das schon in einem sehr engen Ausmaß zusammen und ich glaube, die Chance ist jetzt wirklich relativ groß. Das, was es allerdings für meine Begriffe dann auch bräuchte, das wäre, dass in alten pädagogischen Hochschulen, wenn es Pflichtseminare geben sollte, ja, ich hab jetzt nicht in Erinnerung, dass es Pflichtseminare sind, aber dass zumindest die Seminare, die angeboten werden, dann wirklich auch Leute abhalten, von denen man annehmen kann, dass sie wissen, wovon sie reden. Andererseits, und da wiederhole ich mich jetzt für die, die mich schon gehört haben, auch, für mich ist so Bildung für nachhaltige Entwicklung ein ganzes Bündel von verschiedenen Bildungsansprüchen an das Individuum. Und das erfüllen wir mit den Lehrplänen, mit den Unterrichtsprinzipien fast einen überhohen Ausmaß. Ja, also wissen Sie, wie viele Unterrichtsprinzipien es im österreichischen Schulwesen gibt? Damit die in der Schule sind. 15? Fast, ja. Also 14. Ja. Also jetzt können Sie sich vorstellen, zum Fächerkanon, zum klassischen, hätte jede Lehrperson in ihrem Unterricht praktisch permanent oder zumindest entweder ausgewiesen, nicht ausgewiesen, alle diese 14 Unterrichtsprinzipien zu berücksichtigen. Was so deklarativ natürlich nicht geht und zum Teil greifen die Unterrichtsprinzipien ja in gewisser Weise ineinander. Ja. Also wenn ich das Unterrichtsprinzip Umweltbildung hernehme und ich rede da über Folgewirkungen von Umweltschäden, bin ich mitten auch im Unterrichtsprinzip politische Bildung. Und wenn ich in der Verkehrserziehung über
umweltfreundlicher Mobilität redet, habe ich auch schon wieder zwei Unterrichtsprinzipien abgedeckt. Also ich glaube, dass vieles von dem tatsächlich passiert. Wenn man Schülerinnen und Schüler, Studierende fragt, habt ihr jemals das Unterrichtsprinzip politische Bildung gehabt oder Verkehrserziehung, hört man sicher zuerst einmal ein Nein. Weil eben nicht der Stempel drauf ist. Ja. Wenn es nicht draufsteht, ist nicht drinnen, was meiner Meinung nach nicht stimmt. Wenn man dann hinterfragt, habt ihr nie irgendwann einmal in Biologie über Umweltschäden geredet und die also Maßnahmen, die eine Gemeinde oder der Staat setzen kann, in Physik oder Chemie über Atomkraft und die Gefahren und dass es Proteste dafür und dagegen gibt. Klar. Also dann kommt man drauf, dass in praktisch im Unterricht an verschiedenen Stellen, vielleicht nicht kontinuierlich und systematisch, aber an verschiedenen Stellen, so wie es halt der Alltag, die ganz konkrete politische Diskussion oder auch das Wissensbedürfnis der Schülerinnen und Schüler erfordert, sehr wohl genau alle diese Themen vorkommen. Und ich glaube, das ist für meine Begriffe auch der Schlüssel dafür, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung jetzt schon jederzeit stattfinden kann. Vielleicht muss man sich irgendwo dazu sagen, das war jetzt Bildung für nachhaltige Entwicklung, damit es dann irgendwann um in den Köpfen landet. Aber die Wissenspartikel und die Kompetenzen werden meiner Meinung nach bereits jetzt vermittelt. Ich habe bewusst den Ministerialrat vorher reden lassen. Ich hätte es gerne umgekehrt. Damit ist das doch down abgeklärt. Jetzt aber. Nein, ich habe down von der Schulklasse. Von der Botlabelhöhle. Als Experte angesprochen, meine Expertise habe ich daher, dass ich längere Zeit das Biologiedidaktikinstitut auf der Universität Wien geleitet habe. Und von daher habe ich noch nicht die Expertise, aber da haben wir einen Lehrgang gemacht, einen Universitätslehrgang. Gemeinsam mit dem Franz Rauch und vom Institut für Unterricht und Schulentwicklung in Klagenfurt, der Regine Steiner, damals vor der Umweltbildung jetzt. Das ist der Umwille. Genau. Nein, Umwille war Bosch, das war ja nochmal. Das war dann der Biene, der Bleibende Biene hat er gesessen. Und die dritte war die Katharina Sucker-Waldrichter, derzeit Vizerektorin auf der PH in Oberösterreich. Und da ist es gegangen, der Lehrgang hat Biene geheißen und ist gegangen um Lehrerbildnerinnen sozusagen entwickeln Projekte für Bildung für nachhaltige Entwicklung in ihrem institutionellen Rahmen. Auch wir haben auch Lehrerinnen drinnen gehabt, aber im Wesentlichen der Fokus war auf Lehrerbildnerinnen. Und diese Lehrerbildnerinnen haben diese Idee der Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht aufgenommen als einen fertigen Inhalt, der fertig geschnürt war, sondern als eine regulative Idee, wie wir in der Tradition von Kant gesagt haben. Es ist eine Idee, die sozusagen das, was wir ohnehin machen, durch eine neue Brille kontextualisiert. Und mit dem Ziel, zum Beispiel irgendein Projekt, entweder eine Lehrveranstaltung oder irgendetwas anderes, in der Institution zu implementieren. Damit man das kann, als jemand, der eine gute Idee hat, haben wir die Teilnehmerinnen aufgefordert, Aktionsforschung zu betreiben. Das heißt, die haben die Entwicklung systematisch reflektiert, Wissen generiert über eigene Tätigkeit, Theorie dazu genommen auch und versucht, dieses Projekt, das sie haben, auch ihrer Institution gegenüber so zu argumentieren und es so einzupassen in den institutionellen Rahmen, dass es dort leben kann. Das war so die Grundidee. Heuer haben wir den Lehrgang wieder abgeschlossen, haben zum ersten Mal auch wirklich Publikationen herausbekommen, die in dem Sinn von Good Practice gehen, die wir dann auch wieder verbreiten können. Wir erscheinen demnächst. Das ist eine Eigenpropaganda. Daher kommt sozusagen mein Wunsch, dass man der ganz wichtig ist. Man muss die Lehrerbildnerinnen, die später diese curricularen Räume füllen, nämlich die Lehrveranstaltung für Bildung für nachhaltige Entwicklung, die muss man ausbilden. Und die nicht deswegen, weil sie nichts können, sondern man muss ihnen einen Rahmen in der Institution geben oder über die Institutionen drüber, wo sie nachdenken systematisch über das, wie man so eine Lehrveranstaltung nutzen kann. Und das kann in Form eines Lehrgangs sein, das kann, ob das jetzt in einem Masterlehrgang drinnen ist, oder in Form eines übergeordneten Formats sein, aber jedenfalls so etwas
braucht es meiner Meinung nach, um da weiterzukommen. Weil meine tiefste Überzeugung, die ich gelernt habe bei diesen Kursen, war, es fehlt nicht an den, die Rahmenbedingungen sind eigentlich wirklich geschaffen, um da zu arbeiten. Die sind da, die im Allgemeinen. Es geht darum, dass man lernt, in der Institution diese Rahmenbedingungen zu nutzen für diese Fragestellungen. Das ist ja, um solche Projekte durchzuführen. Ganz so sind sie nicht da, die Rahmenbedingungen. Wir haben jetzt, merken wir in der Erfahrung, und das wäre bei mir auf der Seite der Wünsche, dass wir zum Beispiel durch Rahmenbedingungen, die aus einem neuen Dienstrecht plötzlich kommen, dass uns der Gegenwind entgegenbläst. Ja? Und dass man da braucht Korrektive, unbedingt. Ja? Also das braucht wir brauchen Lehrerbildner, die imstande sind, ihren künftigen Lehrerinnen zu zeigen, wie sie diese Freiräume nutzen, übernommen der Institut und aber auch wie sie der Institution lehren können, die Institution erziehen können, dass ihnen diese Freiräume gibt. Das sind sozusagen solche Dinge, müssen wir drinnen haben. Derzeit arbeiten wir, und das in der Zukunft, versuchen wir, die Institutionen zu öffnen für Fragestellungen, die außerhalb der Institution sind, weil wir auch zu dem Schluss kommen sind, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Konzept ist, das ja das Kollektiv an die Gesellschaft richtet. Und daher müssen die Inhaltsbereiche müssen sozusagen auch außerhalb der Gesellschaft sein. Also wir machen sowas wie Socio-Scientificius heißt das. Das heißt, sozial relevante wissenschaftliche Fragen lassen wir die Studierenden außerhalb von der Institution studieren. Also was weiß ich, bei einem Biobauern in einer Gemeinde, in irgendwas anderem Zusammenhang, da sollen sie auch die Institution studieren, die zum Beispiel das Müllmanagement tatsächlich durchführt und dieses Wissen wieder in die Institution bringen und aus dem dann Unterrichtsentwürfe zu formulieren. Das sind solche Lehrveranstaltungen, die derzeit, die ab heuer im alten Curriculum laufen und das neue Curriculum an der PH Niederösterreich laufen sollen. Entwickelt worden sind auf der Uni und jetzt kommen sie auf die BHs und wir können sie auch weitergeben. Das ist sozusagen die Arbeitsweise, wie wir tun. Und das berufsbildende höhere Schulwesen haben wir auch mit dabei. Wir haben auch Zimmerleute dabei, weil das Zimmerleute ausbilden dabei ist. Ja, okay. Okay, vielen Dank an die drei Expertinnen und Experten. Ja, ein bisschen möchte ich doch Zeit haben. Gibt es Anmerkungen, Rückfragen, Ergänzungen jetzt zu dieser Runde, bevor ich Sie um Ihre Wünsche dann oder Ihre Meinungen frage? Etwas, was Ihnen auf der Seele brennt, wo Sie widersprechen, wo Sie... Ja, ich weiß nicht, wie es allgemein mit den Lehrplänen ist. Ich komme aus dem landwirtschaftlichen Schulbereich. Und bei uns ist es so, wir hatten bisher einen Rahmenlehrplan, der sehr viel zugelassen hat, wo wir schwerpunktmäßig uns da wirklich verwirklichen und vertiefen konnten. Ich bin am Rande mit eingebunden in der neuen Lehrplanentwicklung. Da sind sehr, sehr viele Vorgaben, sehr viel Korsett vorgesehen. Und aus meiner Sicht ist das in gewisser Weise auch ein Rückschritt, weil ich mal denke, dieses Korsett, wenn ich so und so viele Punkte tatsächlich abzuarbeiten habe, dann bleibt mir für Dinge, die nicht nur über die Ratio gehen, sondern teilweise auch über Emotionen, weil Umweltbildung geht sehr viel eben nicht nur über die Ratio, denke ich, ob uns da nicht wirklich an Kreativität und kreativen Möglichkeiten einiges genommen wird. Also das ist eine meiner Sorgen. Darf ich noch fragen, was Sie als Korsett empfinden? Ich meine, ich kenne jetzt die konkrete Lehrplanarbeit an Ihrem Schultyp nicht, aber was ist für Sie ein Korsett? Ja, damit ich es ein bisschen einordnen kann in das Gerüst, was ich so vor Augen habe. Also die Bildungsaufträge und die Aufträge sind ja jetzt ziemlich konkret formuliert. Bei uns waren sie früher weiter gefasst und wir konnten sie also so füllen, wie das eben unserem, sage ich jetzt mal, Standort entsprochen hat. Ja. Und jetzt sind es aber doch um einiges konkreter und
wir haben sie zu vollziehen, weil es ja sonst nicht möglich wäre, dann eine Zentralmatura in dem Sinne. Bildungs- und Lernziele und Kompetenzziele. Aber ja, genau. Okay. Ja. Also die Schüler können dann das und das und das und alles das haben wir ihnen zu vermitteln, dass sie es dann können. Wobei es da schon Abstufungen dann gibt in den Kompetenzen. Okay. Habt ihr sowas wie ein Kompetenzmodell? Gibt es sowas, Handlungsdimensionen oder so? Ja, gibt es. Also das ganze Schulsystem, Schulwesen stellt eigentlich auf diese Kompetenzorientierung. Genau. Mhm. Was früher vielleicht als Einschränkung empfunden worden wäre, wenn man sehr viele Lehrstoffinhalte hätte, die treten jetzt momentan ein bisschen in den Hintergrund, zumindest von der Gewichtung her, weil die Kompetenzorientierung so im Vordergrund steht. Ja. Wobei, so aus den Rückmeldungen, die ich immer wieder kriege bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen, hört man oft, eigentlich mache ich das ja eh. Aber jetzt steht es halt so konkret da und jetzt misse ich mich plötzlich an mir selbst. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der sie momentan stehen. So diese neue Kultur einfach für sich anzunehmen, weil sie im Grunde genommen eh immer wollten, dass ihre Schülerinnen und Schüler etwas Bestimmtes lernen und können, wenn sie ihren Unterricht bei ihnen beendet haben. Also, okay. Top-down, bottom-up, also irgendwo da hinten muss man sich dann treffen. Ganz kurz nur, wie wir darauf antworten, weil das ist auch meine Wahrnehmung. Wir haben wirklich einen Schock festgestellt durch diese Output-Regulierung, die da kommt. Dass viele Lehrerinnen als Bedrohung wahrgenommen haben, auch in anderen Schulbereichen. Unsere Antwort ist in der Lehrerbildung, dass wir arbeiten in Richtung Aufgabenentwicklung. Das heißt, wir entwickeln Aufgaben zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, ein Ökosystem zu erklären oder ein gesellschaftliches Phänomen zu erklären, wird einfach in so ein Format eines Problems eingebaut, das zu lösen, der Lernweg der Schülerinnen und der Schüler oder des Schülers ist. Das heißt, es ist keine neue Verpackung, es ist wirklich eine andere Qualität, die der alte Lehrstoff dadurch bekommt. Und sowas lernen bringen wir in die Lehrerbildung ein und wird vielleicht irgendwann einmal in der Praxis wirksam sein. Das wär sozusagen jetzt das Bottom-up, die Bottom-up-Lösung für das Problem, aus meiner Sicht. Ja, vielen Dank auch für den Beitrag. Ich möchte jetzt Sie bitten, ein bisschen dieses Thema uns da noch einmal auch vor dem Hintergrund des hier angesprochenen, sich dem zu widmen. Bitte Sie, schnappen Sie sich eine, zwei, drei Karten und formulieren Sie, was für Sie sozusagen ein Anliegen ist. Sie brauchen nicht alle Dimensionen bitte abzudecken, es ist die Zeit leider sehr knapp. Aber wenn Sie sagen, naja, in Wirklichkeit müssen wir an einem Hemmnis arbeiten, dann schreiben Sie mal bitte schön ein Hemmnis auf. Wenn Sie sagen, top-down sollte etwas passieren, richtig, bottom-up, das könnten wir machen und das wäre vielleicht ein Wunsch, es wird sich wahrscheinlich dann ein bisschen mischen, was hier die Qualifizierung, die Weiterbildung, die Verankerung von Lehrenden betrifft. Ich möchte Sie bitten, einfach so, weiß nicht, zwei, drei Minuten kurz eine Karte zu schnappen, etwas aufzuschreiben und dann würde ich gerne so eine Runde machen und Sie alle zu Wort kommen lassen, dass wir das dann auch festhalten und auf die Art und Weise hoffe ich auch, dass wir einigermaßen in Zeit bleiben. Dankeschön und bitte. Ja, mal vielen Dank fürs Mitdenken. Und ich möchte das jetzt nicht der Reihe nach, sondern einfach wer möchte gerne beginnen? Ja, ich kann anfangen. Ich habe einfach aufgeschrieben, BNE präzisieren, weil ich glaube einfach, der Begriff BNE ist so umfassend und es steckt so viel drin, so wie Sie gesagt haben, und es geschieht wahrscheinlich so viel schon, aber es ist womöglich einmal vielen Leuten gar nicht bewusst, dass das, was sie tun, ja eigentlich schon BNE ist und dass sie sich vielleicht denken, ja, was kommt da jetzt noch auf mich zu, was muss ich da jetzt noch zusätzlich einbringen, wo muss ich meine
Methode oder meine Inhalte, die ich jetzt habe, komplett umändern. Und ich glaube, da täte es sich viel leichter, vielleicht auch schon Leute, die eher eingefahren sind, wenn man einfach klarer das Spektrum aufzeigt, was da alles hineingehört. Und dass die Leute, dass man ihnen sozusagen ein bisschen, ich sage jetzt Angst unter Anführungszeichen oder die Scheu davor nimmt, dass man sagt, hallo, du machst das ja schon, das ist ja eh schon ein guter Weg, du hast jetzt die und die Möglichkeit noch dazu, aber dass es nicht was komplett unter Anführungszeichen Neues ist. Ne? Also ich glaube, gerade in der Fortbildung wäre das vielleicht auch ein Thema. An wen richtet sich der Wunsch? Wer soll das präzisieren? Ja, aber wahrscheinlich Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen. Okay, ja, 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 nehmen wir gerne. Ja. Ich möchte gerne gleich anknüpfen. Bitte. Und zwar zu dem Statement von der UNESCO, jetzt ein bisschen provokativ, die UNESCO sagt, der Hut brennt. Wenn wir jetzt anfangen, uns ein Konzept, oder wenn man beginnt, sich ein Konzept zu überlegen, wie eine Ausbildung ausschauen könnte, die eine Ausbildung für die Pädagogen dann ermöglicht, ist es sicher jetzt eine lange Zeitspanne. Warum nicht die Kompetenzen nutzen, die es schon gibt? Es gibt sicher viele Lehrer, die bereit zu unterrichten, dass in diese Richtung gehen und sich das nicht bewusst sind, so wie du gesagt hast. Und ich denke, ich arbeite viel mit Schulen und mit Lehrern und ich höre immer wieder, bitte zeigt uns, wie das geht, damit wir selber mit den Kindern gehen können. Vielleicht ist gar nicht so viel nötig, um einmal einen ersten Anstoß zu geben, mit Ausbildungen zu beginnen, mit Seminaren zu beginnen. Also ich darf eines hier mitnehmen, es war in der letzten Gruppe auch ein großes Thema, dass man sagt, okay, bestehendes Nützen. Jemand hat vorher gesagt, Rad nicht neu erfinden. Ja. Dankeschön. Dann komme ich vielleicht weiter. Bitte. Ich habe 2005 im Rahmen der Schulautonomie den Gegenstand nachhaltige Lebensgestaltung ins Leben gerufen bei uns an der Schule. Und der wurde genehmigt vom Ministerium und unterrichte ich also einjährig oder zweijährig. Wenn man es zweijährig besucht, kann man maturieren. Ich habe schon Maturanten gehabt. Und das ist sehr spannend, weil ich selber immer auf der Suche bin, wieder nach neuen Inhalten. Es geht ja um Kompetenzen, die... womit kommen die Schüler, was ist jetzt gerade ihr Anliegen? Ich habe einen Schüler gehabt, der hat gesagt, er interessiert sich total für Hausbau. Daraufhin ist es natürlich gleich eingeflossen, weil er da maturiert hat beim Spezialgebiet zum Thema eben Passivhaus und das, die ganze Gruppe hat da mitgetan. Und es ist jetzt sehr vielfältig, weil sich immer andere Schüler melden dafür mit anderen Interessen, Kompetenzen, dass es sowohl jetzt Stock habe und trotzdem das immer wieder verändert wird. Das ist das Spannende und dass dieses Modell eben, dieses Ökonomie, Ökologie, Soziales, dass das ineinander geht und dass die Schüler begreifen, dass das Nachhaltige ausmacht und nicht nur ein Prinzip. Und das Tolle ist jetzt, muss ich die Lehre vorstellen, es ist jetzt dieser Lehrgang nicht immer zustande gekommen, ich habe jetzt selbst ein Sabbatjahr gemacht. Und jetzt ist die Lehrer zu mir gekommen und hat gesagt, ich hätte so gern teilgenommen, es ist nicht zustande gekommen, ich möchte jetzt meine vorwissenschaftliche Arbeit zu dem Thema schreiben, Jugend und Nachhaltigkeit in der Beontegasse. Und darum habe ich jetzt die Lehrer mitgenommen, was ich sehr spannend gefunden habe. Sie hat jetzt da ausgewertet an unserer Schule, wie die Schüler zu dem Thema stehen, was sie bereits schon machen. Und jetzt wäre nämlich mein Wunsch, Entschuldigung, dass ich so ausgeholt habe, ich erlebe so im Umgang jetzt mit Schülern und Jugendlichen, dass sie sehr viel entwickeln, machen. Und für mich ist jetzt die Frage die, was ist jetzt gelebte Partizipation? Oder ich habe auch gemerkt, so, dass das einfließen kann ins Ganze. Ja? Also dass nicht nur von oben die Idee ist, jetzt lernen wir Nachhaltigkeit und dann gibt es irgendwo Projekte. Sondern für mich ist das jetzt, hat das jetzt eine unheimliche Wertigkeit, dass sie diese Arbeit geschrieben hat. Ja? Und wo kommt man jetzt hin, dass man sagt, so, wo fließt es jetzt wieder ein, was heißt jetzt wirklich vernetzen, ja? Dass das fruchtbar wird jetzt wieder für andere und wieder irgendwie weitergeht. Also wo passiert jetzt eigentlich diese Vernetzungsstelle, dieser Prozess, wo kann man andocken, wo wird das aufgenommen, umgesetzt? Das brauche ich irgendwie, diesen Platz oder diesen Raum oder was weiß ich, das wäre mein Wunsch. Ja. Darf ich Sie gleich bitten, Sie können ja... Ja, ich kann erzählen. Also erstmal herzlich willkommen. Ja, danke.
Ich wollte nur sagen, und zwar die nachhaltige Entwicklung ist ja bereits im Lehrplan im Österreichischen verankert und soll in allen Unterrichtsgegenständen irgendwie vorkommen in keiner Weise. Und ich denke, dass man es intensivieren sollte, sprich den ganzen Lehrplan nochmal auf Hinsicht der BNE überarbeiten und ja, wie gesagt, ja, reformieren. Das ist meine Ansicht. Hier kommt es zu wenig deutlich heraus in den anderen Fächern. Also ich meine, es kommt schon vor, aber halt zu wenig an Wichtigkeit ist auf diesen Bereich gelegt, meiner Ansicht nach. Ich kann da vielleicht auch was erzählen, was ich vorher schon erzählt habe. Meine Schülerinnen haben die Idee gehabt, eine ökosoziale Plattform für Schülerinnen ins Leben zu rufen, wo sie eben die Projekte, die wirtschaftlich erfolgreich, ökologisch nachhaltig und sozial fair sind, dann eben ihre eigenen präsentieren möchten und auch andere Schulen einladen, ihre Ansätze und Projekte dazu eben zu vernetzen und zu vergleichen und auszutauschen. Das ist vielleicht was, wo wir uns irgendwann mal treffen werden. Ja, danke schön. Ja, wenn ich da anschließen darf, an bestehendes Nützen und jetzt das Netzwerken, Kooperation und Austausch fördern, wäre ein Wunsch. Und die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, die Ziele klar festlegen und darauf zu fokussieren. Das ist nett von dir. Nein, ich mache das. Ja, danke vielmals. Darf ich nicht kurz fragen, also Ziele fokussieren, Bildungsziele, ich meine mit den Gestaltkompetenzen etwas sind ja Ziele formuliert. Ja, ja, aber die Praxis zeigt dann oft, dass sich was ziemlich verneut, dass es dann eher schwammig wird. Und es sollte doch klar werden, in welche Richtung der Vorschuss sein sollte. Mhm. Ja. Dankeschön. Bitte. Ja, also ich hätte auch zwei Wünsche, die da vielleicht irgendwie dazu passen. Also ich mache ganz viele Workshops in Volksschulen und in Unterstufen und kenne daher jetzt schon einige Schulen. Und ein großer Wunsch wäre sozusagen, dass das Thema Klimaschutz eine höhere Priorität bekommt. Also ich erlebe einfach immer wieder, ich frage in der Unterstufe, was ist das Klima, und dann kommt, das ist das im Auto. Und ja, also wo ich einfach immer wieder merke, dass es ist natürlich ganz unterschiedlich, aber dass es immer wieder mal überhaupt kein Thema ist. Wo ich mir denke, das wäre ein großer Wunsch, dass das sich mehr verankert, dass das einfach in unserer Zeit ein ganz wichtiges Thema ist. Und der andere Wunsch wäre sozusagen die praktische Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen in der Schule selbst. Ja. Ich denke, man kann ganz viel reden, und wenn aber dann die Heizung auf Hochtouren rennt und währenddessen den ganzen Tag die Fenster gekippt sind, ist das einfach etwas, was dem entgegensteht. Dankeschön. Danke. Erlauben Sie mir einen Satz dazu. Ich habe es sehr spannend gefunden beim Referat von Gerhard Behan, diesem deutschen Verantwortlichen für Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Er hat gemeint, das ist eine der Herausforderungen, wieder vermehrt. Er hat diese Gestaltungskompetenzen definiert. Er hat gesagt, was brauchen wir? Wir brauchen die Fähigkeit, selbstständig zu werden, Fähigkeit, andere zu motivieren und so weiter und so fort. Und der war für mich sehr überraschend, hat gesagt, wir müssen uns wieder auch Inhalten zurichten. Wir müssen schauen, wie wir diese konkreten Themen wie Klimaschutz verbinden mit diesen Forderungen nach Empowerment, nach Kompetenzen. Also insofern würde ich das gerne auch ein bisschen unterstreichen. Mhm. Danke. Bitte. Ich bin normalerweise kein negativer Mensch, aber ich habe da jetzt ein Hemmnis aufgeschrieben. Und zwar steht da drauf, Zentralnatura hemmt Projekte. Ich weiß nicht, ob ich da bei Ihnen an der richtigen Adresse bin. Ich unterrichte an einer Wirtschaftsschule. Ich weiß, die ist jetzt beschlossen worden. Ich persönlich habe überhaupt nichts davon. Das ist eine persönliche Meinung. Aber ich unterrichte an einer Wirtschaftsschule, Naturwissenschaften.
Ich bin auch betroffen bei der mündlichen Matura dann. Ich habe 2 Wochenstunden. Ich hauche die natürlich auch bis zu einem gewissen Grad durch. Ja? Und die Zeit für Projekte weiß ich momentan nicht, wo ich hernehme in der Oberstufe. In der Unterstufe mache ich es. Ich bin auch in einer Mittelschule. Ja? Und ich erlebe auch von Kolleginnen im Wirtschaftsbereich, die deutlich mehr Stunden zur Verfügung haben und für die das ja auch ein Riesenthema ist. Ich merke es an den angehenden Gesprächen, Konferenzthema. Ja? Die sagen, hallo, jetzt müssen wir die mal so weit, oder nicht müssen wir, sondern wollen wir die so weit bringen, da ein bisschen zu denken und wenn die einmal im Wirtschaftsbetrieb sind und so weiter. Ja? Das ist ja wirklich was, wo wir heute schon gesagt haben, ab in die Wirtschaft mit dem Ganzen. Ja? Und die dann sagen, okay, ich muss jetzt ein Kapitel nach dem anderen da richtig runterwurschteln, dass wir es durch haben, schnell, schnell, dass wir dann die Zentralmatura machen können. Ja? Also, ja, das ist das eine. Und das zweite, was halt die Frau Reisinger schon angesprochen hat, ich glaube, sie war es, dass die Bildung für nachhaltige Entwicklung einfach überhaupt kein Thema. Ich habe auch viele Migranten an der Schule und Migrantinnen, für die haben keine Ahnung davon. Ja? Und für die kann das auch zum Teil noch kein Thema sein, weil sie auch oft die finanziellen Möglichkeiten überhaupt nicht haben. Da reden wir teilweise, ich habe heute mit irgendjemandem gesprochen, da reden wir teilweise von 5 Euro für eine Exkursion, das ist nicht möglich. Ja? Das heißt, das ist eine Zielgruppe, ich weiß ehrlich gesagt, ja natürlich in der Schule, ja? Aber wenn ich jetzt mit meinem Gehalt denen erzähle, was man, dass ich biologisch, ökologisch einkaufen gehe, sagen sie, das geht nicht, haben wir nicht, wissen wir nicht. Ja? Also das jetzt nur so ganz praktisch. Ja? Praktisch also, danke für beide Input. Ich möchte einen Satz zum zweiten sagen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns auch in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Ich habe im letzten Jahr einige Projekte auch in Georgien gemacht. Dort ist das noch einmal, dort sind 50 Cent ein Riesenproblem. Und ich bin überzeugt davon, dass man diese Gruppe gut erreichen kann, aber nicht mit, aber man muss sich was überlegen. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie man es macht, aber ich würde sagen, wenn es ist notwendig, dass darüber viele Leute nachzudenken beginnen. Sagt, dass BNF eine politische Kraft hat. Also insofern ist das mit politischer Bildung, dass die manchmal den Eindruck haben, dass es schwer zu trennen und man mit den Kategorien das eine geht in ein Empowerment fürs Individuum und das andere für das Kollektiv, sondern für die Gesellschaft. Das kommt dann oft wirklich zusammen. Ich nehme es auch mit sofort von der Lehrerbildung. Anmerkung zur Zentralmatura kann ich noch nicht ersparen. Da muss ich wirklich sagen, jetzt unabhängig von den vielen kleinen Fehlern und Dingen, die passiert sind zu der Zentralmatura, so aus in dem Fall bin ich mehr Beobachter, weil damit wirklich nichts zu tun. Aber wir sitzen natürlich in der Sphäre. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Versuche, die Zentralmatura zu verhindern, seit 5 Jahren laufen. Und weil es jetzt tatsächlich kommt, das ist ungefähr so wie Stuttgart 21. Ja. Man hat genau gewusst, die Bäume werden gerodet. Mhm. Und der ganze demokratische Prozess hat das ermöglicht. Aber wie der erste Baum dann wirklich gefallen sein, ist man drauf gekommen, die machen das ernst. Mhm. Und ein bisschen habe ich den Eindruck, ist das jetzt bei der Zentralmatura auch so, das kommt tatsächlich. Und jetzt wird es auf einmal, Entschuldigung, also das jetzt gerade zu Ihnen, so, dafür verantwortlich gemacht, dass ich keine Projekte machen kann. Vielleicht trifft es für Sie tatsächlich zu. Ich fürchte, dass bei 80% Ihrer Kolleginnen und Kollegen gar nicht auffällt, dass sie noch gar nicht ein Projekt gemacht haben. Ich hoffe, dass es nicht stimmt. Würde ich nicht so sagen. Es gibt viele Projekte bei uns an der Schule. Ja, ey. Also in der Lehrerbildung nehmen wir das auf und versuchen zu schauen, wie kriegen wir Projekte so in ein Format hinein, dass sie in der über Zentralmatura geprüft werden kann. Das heißt, dass die Studierenden, dass die Kinder lernen. Ich weiß schon. Aber das ist halt ein Problem, wenn man in den AGES oder wie auch immer diese Fragen dann letztendlich bündelt. Leute drinnen sitzen, die von Bildung für nachhaltige Entwicklung von solchen Bildungsanforderungen keine Ahnung haben, sondern nur Stoffhuber sind. Nicht? Da wird, das ist eng, also das ist auch ein Prozess. Ich muss schauen, dass ich dort reinkomme und schauen, die sind ja veränderbar. Die hat ja nicht die, sind ja nicht da irgendwie vom Propheten erlassen worden, sondern die sind Menschen gemacht. Aber in 3-4 Jahren sind wir durch, dann gehen die Projekte auch wieder vor. Genau, ja. Und dann pass auf, bitte. Die erste Schülergeneration muss am Ende gehen. Bitte. Haben Sie keine Ansage, wenn wir nicht zwar. Ich habe da aufgeschrieben,
die Visionen sind zum Teil wenig konkret für Bildung, für die nachhaltige Entwicklung. Was ich damit meine, ist einfach die Lebensqualität im Sinn von Erwin Rauscher, der schreibt seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten auch über gut leben lernen statt viel haben wollen. Und das, ich glaube, das ist ein wesentlicher Auftrag, ein wesentlicher Teil unserer nachhaltigen Erziehungsarbeit sein muss, die Vision zu vermitteln, die dazu führt, dass wir letzten Endes gut leben werden miteinander. Verbraucherbildung. Danke, Schröder. Naja. So, bitte. Willi. Zweierlei, ich bin auch Lehrer von Kulturwissenschaften, Hack Baden. Und natürlich unterrichte ich auch Nachhaltigkeit, bevor das zum Unterrichtsprinzip geworden ist. Ist ja Komplexprinzip. Ja, nein, jedenfalls 14 aufgelistete plus ein halbes Dutzend Kompetenzen in 40 Stunden in der Woche plus Ertragssicherung. Also man schafft das schon. Gewisse Hypersensibilität gegenüber dem Begriff Kompetenz und daher habe ich jetzt auf meine Zettel, wo es hingehört, weiß ich nicht genau. Zwei Wortspiele, bitte beachten, Kompetenz hat was Statisches und dafür, und wenn man das jetzt zu sehr auf Kompetenzen fokussiert, muss man sich bewusst sein, dass man Flexibilität damit eigentlich hemmt. Denn wenn ich kompetent bin, kann ich etwas und mache das auch. Da steckt da Alltagsroutine drinnen und was vieles, was gut gemeint sein könnte, Vorsicht, das Wort Kompetenz ist kein Allheilmittel. Und das Zweite, der hochgeschätzte Begriff Kreativität, den wir ja hoffentlich fördern bei Schülern, ist aber bitte keine Kompetenz. Und auch diese Schere wollte ich zumindest aufgezeigt haben. Vielen Dank. Dankeschön. Ein Kompetenzkatalog der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist Kreativität. Ich weiß es. Ja. Ja, ich komme zu was ganz anderem, weil ich bin anscheinend die einzige Nicht-Lehrerin darin. Ich komme aus dem sozialpädagogischen Bereich und ich habe aufgeschrieben, mehr Umweltthemen und Umweltbildung im sozialpädagogischen Bereich deshalb. Ich bin in der Jugendwohlfahrt tätig und da ist es irrsinnig schwierig, in irgendeiner Weise Nachhaltigkeit und irgendwelche Umweltthemen in Wohngruppen oder sonstigen Dingen aufzugreifen, weil es relativ wenig finanzielle Mittel dafür gibt und leider auch die Pädagogen relativ wenig Kompetenz haben. Ich für mich persönlich, mich interessiert, ich mache eine Lebenspädagogik-Ausbildung dazu, damit ich in dem Bereich arbeiten kann. Ich finde, es gehört halt einfach, also mein Wunsch wäre, einfach diese Themen in die grundlegende sozialpädagogische Ausbildung in den Unterricht einfach einfließen zu lassen, dass da von Grund auf mal mehr Verständnis und Kompetenzen da sind, um die dann weiterentwickeln zu können. Vielen Dank. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Das ist bei uns an der Hochschule auch ein Thema. Wie können wir mit der Einrichtung der Sozialbildung, der Sozialarbeit besser kooperieren und ich würde sagen, voneinander lernen. Also das ist mir entscheidend, dass wir sind keine Sozialpädagogen, wir verstehen davon nichts, aber in dieser Kooperation gibt es sehr, sehr Spannendes. Frau Becker. Ja, also ich habe Verschiedenes aufgeschrieben. Ich habe auch so mit der Vision, haben wir in anderen Gruppen vorher schon geredet und da habe ich geschrieben, weil ich arbeite jetzt in einer Schule und mache dort Workshops mit so neuer Mittelschule mit der letzten Klasse, vierte Klasse über Umweltberufe. Und da kommen schon rein dafür und da sagen es dann die Jugendlichen, ja, was für einen Scheiß müssen wir da eigentlich lernen? Und dann denken sie sich, okay, es wäre schön, wenn die Lehrer das irgendwie auch die ganze Zeit rüberbringen, mehr als Vision, als irgendwie, dass sie da stehen und frustriert sind. Das ist einfach kein Unterrichtsprinzip oder irgendwie, dass das integriert wird, sondern da komme ich als Externe und erzähle ihnen das und gehe wieder. Und da habe ich geschrieben, jetzt visionäre statt frustrierte Lehrer und Lehrerinnen. Und zwar, dass die Lehrer auch, finde ich, selber eine Gemeinschaft haben müssten und mehr sich da zusammentun. Also vielleicht auch schulübergreifend. Ich weiß nicht, das müsste halt auch Plattformen geben, wo sie da mehr kooperieren können, weil die haben schon Ideen, aber alleine ist alles umsetzen. Diese Schule, wo ich bin, war früher sehr ökologisch, also heißt auch Ökoschule, und die war extrem engagiert, haben sie mir gesagt, und jetzt ist halt jeder Lehrer einfach der Einzelkämpfer und das geht schwer alleine. Und die Lehrer sind da einfach irgendwie, glaube ich, überfordert und da sollten sie sich wirklich zusammentun, glaube ich, weil es ist nicht einfach, das da irgendwie mit den ganzen Unterrichtsprinzipien noch rüberzubringen.
Und ja, als Externer kommt man halt auch und geht dann wieder. Dann habe ich auch schon Ängste vor neuem und unbekannten Abbauen, was jetzt, denke ich, mir überall passt, weil es ist einfach BME, das ist halt irgendwie so ein komisches Phantom. Und also wenn man es irgendwie vermittelt, egal wo, im Sozialpädagogischen oder in Schulen, dass man dann mit Spaß verbindet, weil das kann ja sehr lustig sein, solche Projekte zu machen und das irgendwo umzusetzen. Und auch was ich wichtig finde, ist, dass nicht die Lehrer das Handeln lernen sollen, sondern dass die Schüler aktiv werden wollen sollen. Also sie sollen es so vermittelt kriegen, dass sie sich denken, jetzt möchte ich gerne was machen, weil es so wichtig ist, also dass sie das so verstehen. Also das ist das hochgesetzte Ziel, was ich hätte. So dass sie von selber aktiv werden wollen. Das sind halt, ja. Und als letztes habe ich eben aufgeschrieben, Hierarchieabbau, oben unten in Dialog treten miteinander. Also so dieses große Hierarchie, die es gibt, dann sind da unten die armen Schüler und oben das Ministerium, dass es mehr einen Dialog gibt irgendwie. Das ist Schüler viel schlimmer empfunden. Unten alle Schüler und oben das Schulrat. Wir sind es nicht auf. Genau. Ja. So, okay. Das finde ich wichtig, dass die Bedürfnisse von beiden Seiten irgendwo in der Mitte sich treffen. Vielen Dank. Sehr umfassende Überlegungen, sehr vielfältig. Mr. Dresch, bitte. Ich habe Verzicht. Das können Sie mir jetzt nicht antun. Mir ist es zwar ausgefüllt. Ich habe den letzten Rest, aber es gibt es wirklich nicht. Okay. Ja. Ja, nachdem ich für Unterrichtsprinzipien zuständig bin, was es allgemein sind sie schon recht schwieriger macht, das irgendwie für Lehrkräfte attraktiv zu machen und attraktiv zu halten, habe ich einen Wissenswunsch formuliert. Was braucht es, damit Bildungsangebote als attraktiv wahr und angenommen werden? Ich glaube, wenn Sie Ihre Kollegenschaft kennen, dann wissen Sie selber ganz genau, dass manche immer zu den Fortbildungsangeboten gehen und manche überhaupt nie. Und da bitte gerne wissen, was braucht es von uns, dass jetzt nämlich nicht das Ministerium, sondern jemand, der am Inhalt interessiert ist. Ja, das Ministerium ist für mich ja nur der Rahmen. Was braucht es inhaltlich, damit das als attraktiv war und deswegen dann auch angenommen wird? Und das Zweite ist, und da bin ich froh, dass der Kollege Rauscher schon zitiert worden ist, gerade bei dem Heft, das er für uns geschrieben hat. Mehr heißt das, besser leben statt mehr haben wollen oder so. Besser leben, ja. Ja. Und zwar, da hat er genau in dem Heft ist nämlich ein Passage drinnen, so ein paar Seiten, über wie es jetzt schon möglich ist, mit den bestehenden Rahmenbedingungen, rechtlichen Rahmenbedingungen, fächerverbindenden Unterricht zu halten. Und da habe ich so als Hemmnis momentan formuliert, fächerverbindenden Unterricht auch zeitlich umsetzen, also über die 45 Minuten Grenzen hinaus zu ermöglichen. Und einfach aufzugreifen, dass wirklich Lehrkräfte verschiedener Gegenstände sich trauen, zusammenzuarbeiten und nicht die Pausenglocke das unterbindet. Ein kleiner Bonbon, Fächer verbinden heißt, dass ich ein Fach habe, dass ich in einem Fach was kann. Wenn ich fachfremd eingesetzt bin, kann ich nicht fächerübergreifend arbeiten. Ja, ist ein Problem. Das ist eine Erfahrung aus der Lehrerfortbildung. Also wenn man fragt, was unterrichten Sie für ein Fach in der Mittelschule, und wo sind Sie ausgebildet, dann kommt man drauf, Fächerverbindung geht wirklich nur, wenn ich was kann in meinem eigenen Fach, und das kann ich nicht verbinden mit anderen. Das ist aber ein Phänomen der nicht höheren Schulen. Der nicht höheren Schulen, ja. Aber und da gar nicht so. Neues Dienstrecht gilt ja. Dann aber für alle. Da muss man aufpassen. Das ist ein großes Problem. Dankeschön. Ich habe es in der ersten Gruppe schon mal gesagt, aber darf es wiederholen. Ich wünsche mir wirklich diese Zusammenarbeit mit den Netzwerk- und Kooperationspartnern, die jetzt schon besteht, ausbauen zu können. Weil ich sehe, dass das für die Lehrerinnen und Lehrer ein ganz anderer Blickwinkel ist und sehr interessant ist. Und um da anzuschließen, wir haben die Erfahrung gemacht,
wenn einerseits Information zur Verfügung gestellt wird, andererseits gezeigt wird, wie es eingesetzt werden kann, wenn sich die Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung darüber auch austauschen können, was sie schon machen, das sind die Lehrveranstaltungen, die am erfolgreichsten sind. Und dafür, das ist unser Hemmnis ein bisschen, dafür wünsche ich mir genug budgetäre Mittel. Herr Linder. Danke. Ich weiß. Dankeschön. Mein Zettelpicture da, der ist ganz einfach und der ist ein bisschen pro domo. Ich wünsche mir, dass die Lehrerbildner die Lehrerfortbildungsveranstaltungen und Lehrveranstaltungen mit dem Inhalt Bildung für nachhaltige Entwicklung lehren sollen, dass die tatsächlich einen institutionsübergreifenden Seminar-Lehrgang oder was auch immer die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und fortgebildet, sich selber fortzubilden. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Mitarbeit und auch für die spannenden Diskussionen. Ich glaube, es gibt jetzt die Schlussdiskussion von den jungen Leuten, die ein bisschen uns eine Rückmeldung geben werden. Ich bin sehr gespannt darauf und Ihnen herzlichen Dank. Applaus.